Über Satellit gibt es demnächst nur noch Digital-TV. Doch welche Programme lassen sich digital überhaupt empfangen? Einfache Antwort: die gleichen wie bisher. Und vieles mehr. Mit jedem digitalen Sat-Receiver lassen sich öffentlich-rechtliche Kanäle wie ARD und ZDF sowie private wie Pro7, RTL oder Kabel 1 empfangen. Die bekannten Free-TV-Kanäle kommen also auf jeden Fall ins Haus. Daneben gibt es spezielle Digitalkanäle wie ZDF Neo, ZDF Infokanal, 1 Plus und 1 Festival, die analog gar nicht zu sehen waren. Sie sind mit jedem Digital-Receiver zu empfangen. Der TV-Satellit Astra überträgt digital auch hochauflösendes Fernsehen, HDTV. Voraussetzung: ein HDTV-tauglicher Sat-Receiver. Alle HDTV-Receiver empfangen die frei empfangbaren HD-Sender. Derzeit das erste, ZDF, Arte, einige Privat- und Shopping-Sender. Ende April kommen einige dritte Programme, Dreisat, Kika und ein Teil der Digitalsender von ARD und ZDF dazu. Auch Privatsender gibt es hochauflösend. Allerdings verschlüsseln die meisten ihre HD-Kanäle über die Astra-Verschlüsselungsplattform HD+. Der Empfang klappt nur mit passenden Receivern und einer HD+ Smartcard. Die ist bei HD+-Geräten meist dabei und für ein Jahr freigeschaltet. Danach kann man sie für 50 Euro pro Jahr verlängern. Über HD+ gibt es derzeit 12 Sender. Mit dabei die HD-Kanäle der großen Privatsender von Pro7Sat1 und RTL sowie Six, Sport1, Nickelodeon und Comedy Central. Der HD-Plus-Empfang klappt auch auf Receivern und Flat-TVs mit CI-Plus-Einschub sowie auf manchen Geräten mit dem älteren CI-Einschub. Dafür ist neben der Smartcard ein CI-Plus- oder CI-Modul von HD-Plus notwendig. HD-Plus ist umstritten, denn die betreffenden HD-Sender schränken Aufnahmen und das zeitversetzte Fernsehen ein. So kann man HD-Plus-Sendungen in CI-Plus-Geräten nicht dauerhaft aufnehmen. Und HD-Plus-Receiver sperren den schnellen Vorlauf in Aufnahmen. Digital gibt es auch Pay-TV, in Deutschland vor allem von Sky. Für den Empfang ist, neben dem Pay-TV-Abo und der zugehörigen Smartcard, eine Sky-zertifizierte Empfangsbox notwendig oder ein CI-Plus-Gerät und das zugehörige Sky-CI-Plus-Modul. Auf diese Weise lassen sich je nach gebuchtem Paket jede Menge Sport-, Film- oder Unterhaltungskanäle empfangen. Sky bietet auch HD-Kanäle an, die man gegen Aufpreis zum Pay-TV-Paket dazu buchen kann. Neben dem üblichen TV-Programm von Astra 19,2 Grad Ost lassen sich auch Programme von anderen Satelliten empfangen. Alle TV-Satelliten stehen in der gleichen Höhe am Himmel, aber in unterschiedlicher ost-westlicher Ausrichtung. Mit einer Antenne, mehreren LNBs davor und einer Signalverteilung lassen sich so mehrere Satzsignale abgreifen. Die meisten Receiver unterstützen diesen Multi-Sat-Empfang. Neben Astra 19,2 Grad Ost werden die Astra-Positionen 23,3 und 28,2 Grad Ost sowie Eutelsat Hotbird auf 13 Grad Ost häufig empfangen. Darüber sind etwa die Free-TV-Programme der BBC aus England zu empfangen, sowie viele weitere europäische Fremdsprachensender. Immer mehr davon auch in HD-Qualität. Der letzte Schrei sind Online-Inhalte, die immer mehr Digitalsender zu ihrem TV-Programm liefern. Eine Art digitaler Multimedia-Videotext. Er ist über Geräte zu empfangen, die per Netzwerkanschluss mit dem Internet verbunden sind und den Online-Standard HBBTV unterstützen. So lassen sich Mediatheken der Sender ebenso abrufen wie grafisch aufgehübschte Textinformationen. Voraussetzung dafür ist ebenfalls digitaler TV-Empfang. Doch egal mit welchem Gerät Sie welche Digitalprogramme empfangen, mehr Kanäle als im Analogzeitalter erhalten Sie über Satellit auf jeden Fall.